Hallo, hier ist eure Ratzenbande. Heute folgt mal wieder ein weiterer Teil des Formates Fakten über. Und zwar habe ich euch im letzten Teil mal wieder gefragt, welches meiner Haustiere ich als nächstes vorstellen soll. Und ihr habt euch diesmal für Hamster Fussel entschieden. Fussel ist ein Hybrid-Zwerghamstermännchen und wurde im Oktober 2014 geboren. Ein genaueres Datum habe ich bei ihm leider nicht. Somit ist er zum jetzigen Zeitpunkt des Videos circa ein Jahr und 3 Monate alt. Er hat die Fellfarbe Saphir mit einem dunklen Aalstrich auf dem Rücken und ein weißes Bauchfell. Den Namen Fussel habe ich passend zu seiner Größe ausgesucht, denn er ist ein Zwerghamster, dementsprechend natürlich kleiner als ein Mittelhamster und hat mich daher auch mit seinem plüschigen Fell etwas an einen kleinen Fussel erinnert. Ansonsten hat der Name aber auch keine tiefere Bedeutung und war eher ein spontaner Einfall. Bekommen habe ich Fussel in einem Alter von circa 4 Monaten. Er war somit also kein Jungtier mehr, als ich ihn von der Hamsterhilfe abgeholt habe. Er war damals, als ich ihn bekommen habe, schon etwas übergewichtig und ist es jetzt leider immer noch. Fussel tut sich da anscheinend etwas schwer mit der Gewichtsabnahme, obwohl er sich eigentlich recht viel bewegt, gerade auch wenn er im Auslauf oder im Laufrad ist. Zudem ist er auch insgesamt ein etwas größerer Zwerghamster. Vom Charakter her ist Fussel sehr neugierig und ab und zu auch mal etwas stürmisch, denn ich muss manchmal echt aufpassen, dass er mir nicht aus dem Gehege herausfällt, wenn ich die Schiebetüren zu seinem Gehege aufmache. Vor neuen Dingen fürchtet er sich ebenfalls nicht, sondern geht selbstbewusst auf sie zu. Darum ist er auch im Auslauf immer sehr aktiv und erkundungsfreudig. Nur buddeln tut er nicht ganz so gerne, außer mal ein wenig in seiner Buddelbox rumwühlen und sein Mehrkammernhaus eingraben. Fussel wurde bis jetzt im Übrigen auch noch nie krank und erfreut sich somit bester Gesundheit. Beim Futter ist Fussel etwas wählerischer. Er mag nicht jedes Leckerchen, welches man ihm anbietet, sondern bevorzugt er hauptsächlich einige Grainless-Produkte, Sonnenblumenkerne und auch Mehlwürmer schmecken ihm besonders gut. Vor Menschen hat Fussel ebenfalls keine Scheu und klettert im Auslauf auch mal gerne auf ihnen herum. Trotz alledem ist er aber kein Kuscheltier, das sich gerne auf die Hand nehmen lässt. Er duldet es zwar mal, zeigt aber auch deutlich durch Zwicken in die Hand, wenn er gerade keine Lust hat und lieber in Ruhe gelassen werden will. Insgesamt ist Fussel ein sehr aufgeschlossener Hamster, der auch eigentlich überhaupt keine Scheu zeigt, gerade auch gegenüber Menschen und auch immer direkt an die Scheibe kommt, sobald er merkt, dass jemand an seinem Gehege steht, um sich dann eventuell das ein oder andere Leckerchen abzugreifen. So, das waren nun auch alle Fakten zu Hamsterfussel. Ich hoffe, dieses Video hat euch mal wieder gefallen und ihr konntet nun auch ihn ein wenig besser kennenlernen. Und da nun alle meine Haustiere ein Vorstellungsvideo bekommen haben, bis auf Ratte Zeus, wird er auch als nächstes und auch vorerst als letztes drankommen. Ich verabschiede mich auf jeden Fall an dieser Stelle mal wieder und sage bis zum nächsten Mal und ciao.